Moin Moin, willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem. Heute werden wir endlich diese Mission abschließen, die hat schon jetzt lange genug gedauert. Stopp. Du hast noch Platz, oder? Ja, hast du. Truhe, was haben wir hier? Erholung. Was ist das? Stellt alle KP von Freunden. Ah, okay. Das ist interessant. Also, alle, die um den Nutzer des Stabes herumstehen, werden komplett geheilt, verstehe ich da jetzt so. Ja, und das war 15 Mal. Wow, das ist nicht schlecht. Ja gut, kannst halt maximal 4 Leute auf einmal damit heilen. Aber vielleicht noch 5, wenn es auch für den Magier selbst gilt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sehe ich gerne. So, ich dachte gerade schon, er trifft uns wahrscheinlich wieder und... Nein, der wird nie wieder treffen. Okay. Ja. Läuft gut. Und so noch ein Level-Up für... hätte mehr sein können, Kent. Aber immer noch ein Level-Up drin. So. Wie steht's eigentlich gerade um deine Werte so? Boah. Eigentlich ganz okay. Könntest ein bisschen schneller sein und vielleicht ein bisschen mehr Fähigkeit. Können auch ruhig beide so auf 20 sein, aber ist ja kurz davor. Also, da diese Mission heute endlich ihr Ende finden wird. Das hat für mich selbst vielleicht schon ein bisschen zu lange gedauert. Für Stahlschwert. Aber wir mussten ja relativ kleinschrittig vorgehen. Es ist einiges nicht so gelaufen, wie es geplant war. Zum Beispiel haben wir die Engelsrobe nicht bekommen, was mich irgendwie doch ein bisschen stört. Aber na gut. Ein Juwel haben wir auch nicht bekommen, aber das war mir eigentlich auch relativ egal dann. Naja, dann kriegen wir es halt nie. Schade drum. Die Robe. Ja, schade. Aber es sollte nicht so. Das Spiel wollte nicht, so wie ich. Du lässt einfach mal hier stehen. Ich bin jetzt noch gespannt, wie ich das am geschicktesten einfädel. Der Bosskampf steht ja kurz bevor. Ich bin mir relativ sicher, dass Lin das im Alleingang schaffen wird. Sofern ich mit Kenneth vielleicht sogar... Sofern ich mit Kenneth treffe, sollte das kein Ding sein. Und wenn ich darüber nachdenke, ihr bleibt doch mal dabei. Ich kann sie von 3 Seiten angreifen. Nee, nur von einer. Das ist scheiße. Also ich kann sie von 3 Feldern, von 4 Feldern aus angreifen, wenn ich halt die Fernkämpfer mitnehme. Du bist Fernkämpfer, du bist... Na, nur mit der Lichtklinge. Und das ist nicht so die beste Variante. Und du hast einen Langspeer. Ja, wird schon schief gehen. Ich habe einfach die Hoffnung, dass... kurz gucken, wie kommen die überhaupt? Ich habe die Hoffnung, dass... Kenneth trifft und dann wird Linda es wahrscheinlich sogar alleine schaffen. Nimm mal die Stahlachs, die reicht dafür. So. Jetzt kommen die beiden an und verrecken. Zumindest ist so der Plan. Ob das auch funktioniert, weiß ich nicht, aber ich gehe jetzt erstmal davon aus. Ja, wenn man zweimal angreift, reicht es. Und Dorcas, ich sehe gerade 51 KP. Bist du der mit dem meisten KP? Oder hat noch jemand mehr? Ich glaube, sonst sind wir nur so maximal 40. Axtwirbler oder was auch immer man das nennen soll. Auch Level 7? Auch Level 7, sehr schön. Wir wollen ja die, die es noch brauchen, ein bisschen nachleveln, nicht wahr? Ja, die Musik ändert sich, es lebt nur noch ein Gegner und das ist logischerweise der Bossgegner. Bei dem wir natürlich ein bisschen aufpassen müssen, weil Fernkämpfer und so. Aber das wird schon alles hinhauen. Das schaffen wir. Oder? Nein, das schaffen wir. Brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Das schaffen wir. Ich werde wahrscheinlich aus Prinzip mit Erk auch... Huch. Ich werde wahrscheinlich aus Prinzip mit Erk auch noch angreifen. Einfach, weil ich es kann. Es wird absolut nichts bringen. Prophezei ich schon mal. Ich nehme aus Manikati dafür. Das sollte am besten... Oder? Mal sehen. 8. Ja gut, hätte 13. Vielleicht nehme ich doch das Stahlschwert. Das Silberschwert. Ich denke mal, das ist ein Stahlschwert. Aber nee. Silberschwert Manikati. Ich wäre nicht gegen für das Manikati. Ich damit auch eine höhere Crit-Chance habe. So, Kent, du machst dich da bereit für deinen Angriff. Da, wie mache ich das jetzt am geschicktesten? Lass mal sehen. Doc, du sollst von da aus angreifen. Ne? Das bedeutet. Guy. Und Glenn wird dann von hier aus angreifen. Okay. So, der alles entscheidende Zug.
Wobei ich kann ja mal vorher gucken, wie viel Schaden macht Lin überhaupt. Mit Manikati 8. Silberschwert 9. Sie hat eine geringe Trefferchance mit Manikati, aber nur unwesentlich. Und das Manikati hat eine verhältnismäßig hohe Crit-Chance. Ich von einem Crit ausgehe, dann schaffe ich damit 16 Schaden. Das reicht auch nicht, aber was soll's. Versuchen wir es doch erstmal mit Erk. Machen wir einfach einen Crit. Ich habe es noch nicht ausgesprochen, da macht der schon einen Crit. Wobei ich einen Crit, der 3 Schaden macht, irgendwie putzig finde. Ehrlich. Eclipse. Wisst ihr was, das ist mir sogar völlig egal. Eiskalt, lasse ich sie sich wieder heilen. Und verbrauche das Gewitter, weil, ich kenne mich. Ich find's, denke mir so, Gewitter, ein hast du noch. Lohnt sich nicht irgendwie so, doch, lohnt sich zu verkaufen, aber... Jetzt trifft er wahrscheinlich nicht. Oh, doch, er trifft. Na gut. Einfach nur, damit das Gewitter weg ist, sonst, weiß ich nicht, was ich damit tun soll. Will ich es vielleicht doch noch verbrauchen und das lohnt sich am Ende doch nicht. Und Eclipse. Machen wir einfach mal. Ich habe getroffen. Ich glaub's ja nicht. Gannis, du hast ein Level Up. Level 8, nicht wahr? Oh, Level 9 sogar. Das ist gut. Verteidigung und Rest steigt. Das sehe ich gerne. Okay. Eclipse hat zerbracht. Das ist völlig egal. Eclipse hat alles getan, was es sollte. Dann kannst du übrigens auch gleich Fendel ja nicht so nehmen. Ach, das hat der Matthew hier oben. So, Candice, wie viel Schaden schaffst du? 14. Gute Crit-Chance, falls du triffst. Steht's bei dir. 8 Schaden. War geil mit der Lichtklinge. Das dachte ich mir leider schon, dass das 0 wird. Das ist der Nachteil einer Lichtklinge. Kann ich hier nicht viel anfangen. Ich glaube, ich versuche den Angriff. Ja, da versuche ich den mit Dorcas. Ich glaube, ich versuche es erst mit Dorcas, dann mit Kent und falls keiner von beiden crittet, lebt sie dann ja noch. Ich habe nur einfach die Hoffnung, dass ich treffe. Dann kann Lin es auf jeden Fall finishen. Ich hätte auch mal gucken können, wie Lin es mit dem Bogen schafft. Wow, epische Animation. Mächtige Attacke, ich überlebe keinen zweiten Angriff davon. Ah, das reicht sogar, wenn ich das mit Kent mache, sehe ich gerade. Den Bogen, wie steht's damit? Relativ sicher 10 Schaden. 83 mit dem Manikati waren's. 93. Kent, wie war deine Trefferchance? 64. Ich versuch's mit Kent. Wenn er sich finisht, kein Problem. Wenn nicht, wird Lin es machen. Weil mindestens einer muss eigentlich von Kent so treffen, hätte ich gesagt. Ist immer diese statistischen Rechnungen, ne? Und ja, Kent hat's auch geschafft. Gut, dann kriegt Kent halt Level Up und... Naja, schade, aber... Das war mir das Risiko jetzt nicht wert. Kent, Level 8 jetzt auch, oder? Ja. Ist okay. Ich hatte ja gesagt, in der übernächsten Mission werden die Lords sowieso genug leveln. Und jetzt frage ich mich... Seelenpakt! Kann Lin den Thron an die Orbe setzen? Ernsthaft jetzt? Och nee, jetzt haben wir nicht... Ich muss jetzt hier Eliwood holen. Hat mir keiner gesagt, das stand nicht im Vertrag. Shit. Die anderen Lords können das doch auch. So streckt man unnötig die Mission in die Länge. Hier könnte ich ja mal ein bisschen zurückziehen, dass ich genug Platz habe, den abzusetzen. So, besetzen, danke. Mensch. Sind wir die Olle los? Meine liebe Nino. Onkel Jan, was bin ich froh, dass du unversehrt bist. Ja, ich habe gar nicht gekämpft. Ich habe mich nur versteckt. Ich bin nur ein feiger alter Mann. Ja, du hättest vielleicht auch nicht gegen Sonia kämpfen sollen. Davon abgesehen, das wäre doch nicht schlau gewesen. Als diese Frau den Commander tötete, konnte ich nichts dagegen tun. Vater, er ist tot, nicht wahr? Selbst wenn ich nicht seine wahre Tochter war, so war er dennoch voller Güte zu mir. Und doch, Sonia. Du hast die Wahrheit erfahren? Ja. Ich verstehe. Dann lass
mich dir dies zurückgeben, Mädchen. Ein Anhänger? Er gehörte deiner wahren Mutter. Warum hast du den eigentlich gehabt? Der Kommandant hat zu mir niemals voll und ganz vertraut. Er ließ seine Agenten ihre Vergangenheit durchleuchten. Dabei hat er viel entdeckt, zum Beispiel woher du kamst. Er machte eine Frau ausfindig, die in deinem Haus gearbeitet hat. Als er ihr von dir erzählte, brach sie in Tränen der Freude aus. Sie bat ihn, dir dies zu übergeben. Ich frage mich immer noch, ob wir irgendeine Verbindung mal zu ihrer wahren Familie überhaupt erfahren haben werden. Also werden wahrscheinlich nicht, außer in diesem Dialog noch. Ich weiß es nicht. Ich liebte die Black Fang. Nergal und Sunia haben sie zwar zerstört, aber die Black Fang, die von meinem Vater und meinen Brüdern gegründet wurden, waren voll der Güte. Voll der Güte für mich. Hä? Das klingt grammatikalisch falsch. Ich habe sie als meine Familie betrachtet. Das war eine gute Zeit. Onkel Jan, vielen Dank. Dieser Anhänger, ich werde ihn stets in Ehren halten. Pass auf dich auf, Mädchen. Lebe glücklich. Auf Wiedersehen, Onkel. Wir werden uns irgendwann mal wiedersehen. Ich habe zu schnell weggeklickt. Hast du dich verabschiedet? Ja, danke. Ihr alle seid gekommen und ihr habt mir gesagt, dass wir Freunde sind. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Darf ich mit euch reisen? Ja, klar. Warum nicht? Ja, eben, ne? Ist doch klar. Wenn dies deinem Wunsch entspricht, dann wird es uns eine Freude sein. Auch, Nino, wenn du zu schwach bist, wir werden dich nicht benutzen können. Weil einfach, es besteht, glaube ich, nicht mehr genug Möglichkeit, die überhaupt noch vernünftig zu leveln. Was ich mich allerdings jetzt gerade fragen muss, hätte es noch einen besonderen Dialog gegeben, wenn man mit Nino so nie angegriffen hätte? Vermutlich. Nur habe ich auch die Vermutung, dass Nino keinen Schaden gemacht hätte und mit einem Schlag down gewesen wäre. Deswegen nichts, was ich versuchen würde. Willst du uns fortan zur Seite stehen? Ja, ich werde mein Bestes geben, das verspreche ich. Jafar auch. Ja, den nehmen wir auch mit. Wir sollten ins Lager zurückgehen. Die Nacht wird kurz werden. Ach ja, ein bisschen Schlaf ist noch gut, ne? Du hast recht, wir sollten beim ersten Licht des Tages aufbrechen. Der Schrein der Siegel erwartet uns. Yay! Was? Ach, Sonia. Geh. Geh weg, verwünschte Marionette. Lord Nergal, helft mir. Marionetten haben keine Essenz, die man ernten könnte. Für Lord Nergal seid ihr nicht länger von Nutzen. Was hast... Was? Ich bin ein Mensch. Nein, bist du nicht. Das habe ich auch schon vor Ewigkeiten gesagt. Ich bin ein Mensch. Nein. Du stirbst hier und jetzt. Tschüss. Rat des Schicksals. Interessant. Nachdem ihm die Hilfe von Königin Helene sicher ist, eilt Elibo zum versiegelten Schrein, wobei er vorher noch jemanden platt gemacht hat. Die geheime Straße, der er nun folgt, ist nur der königlichen Familie bekannt. Unbemerkt und ungehindert kommt er an Birans Soldaten vorbei. Die Gruppe nähert sich dem Schloss. Welchem Schloss denn jetzt schon wieder? Ja. Kapitel 27, Rat des Schicksals. Sehr schön. Lass mich raten, es kommt wieder ellenlanger Dialog. Ach, der Typ lebt doch noch! Okay. Ich habe gewartet und jetzt ist endlich der Augenblick gekommen, in dem ich euch zu Fall bringen werde. Die Fangen lassen niemanden entkommen. Dann ist das jetzt vermutlich, davon abhängig, ob man jetzt Linus oder Lloyd bereits besiegt hat, wäre das automatisch der andere. Würde ich jetzt vermuten. In unserem Fall haben wir den Schwertmeister am Leben gelassen und den Held getötet. Also werden wir jetzt hier den Schwertmeister besiegen müssen. Lord Lloyd, der Feind nähert sich. Dann sind sie endlich hier. Unser Gegner ist stark. Wer davor Angst hat zu sterben, soll jetzt verschwinden. Denn die Fangen der Gebrüder Reed dürfen keine Angst vor dem Tod zeigen. Wir alle stehen zu euch. Der Typ sieht komisch aus. Lord Lloyd erweist uns die Ehre, uns bis zum Ende anzuführen. Das werde ich. Im Namen der Fangen werden wir sie aufhalten. Selbst wenn uns dies das Leben kosten sollte. Sorry, das wird es. Vorwärts! Das war, glaube ich, gar nicht mal so eine leichte Mission, aber ich muss mal gucken, wie es läuft. Ich kann ihn schon sehen. Das ist der Schrein der Siegel. Eigenartig. Wir sind so weit gekommen, ohne auch nur auf eine Seele zu treffen. Apropos Seele, Seelenpakt. Ich befürchte, dies ist nicht länger der Fall. Was? Die wollen unser Blut sehen. Wer mögen sie sein? Kannst ja mal nachdenken. Wer wohl?
Ihr seid Lord Elliwood vom Haus Ferrai, korrekt? Nein, ich bin Marvin. Und wenn es so wäre? Wir sind die Fang und wir dienen Lloyd dem Weißen Wolf. Ihr werdet für eure Sünden büßen und zwar mit eurem Blut. Was? Hallo. Das sind die Black Fang, sie alle gehören dazu. Sie sind am Leben. Warte. Was? Was ist denn? Ihr dust nach Kampf, das ist nicht normal. Wenn du ihnen zu nahe kommst, werden sie dich in Stücke reißen. Warum? Warum müssen wir gegen sie kämpfen? Weil sie es so wollen, scheinbar. Wenn wir mit ihnen sprechen, werden sie ein Einsehen haben. Wir sind nicht länger Fangs. Nein, wir dienten Nergal. Wir waren niemals Fangs. Ja, das auch. Für sie waren wir niemals Kameraden. Niemals. Nein, das ist nicht wahr. Dieser Mann erwähnte Lloyds Namen. Lloyd muss hier sein. Ich muss mit ihm sprechen. Lloyd wird alles verstehen. So leicht gebe ich nicht auf. Nino, wenn es dich vermeiden lässt, nehme ich dich nicht mal mehr mit. Gut, kann natürlich sein, dass wir sie zwangsweise in dieser Mission mitnehmen müssen. Das weiß ich jetzt auch nicht. So, ich denke, kurz die Vorbereitung mache ich eben auf Screen, weil ich mir auch nochmal die Mission angucken möchte, ob es da wieder irgendwas zu holen gibt. Vielleicht gibt es ja endlich mal wieder einen geheimen Shop. Wir haben wieder Zeit. Also, einen Moment bitte. Okay, ich bin bereit, denke ich mal. Ich habe Oswin mal wieder mitgenommen, weil eine Einheit durfte ich noch mitnehmen. Und ja, Oswin passt, glaube ich, am besten, weil er einmal von den Werten her dann wahrscheinlich am ehesten mithalten kann. Was vor allem an seiner Verteidigung liegt. Und Level 10, ja. Ich könnte ihn schon entwickeln, ich werde vielleicht noch ein bisschen warten. Also wenn wir jetzt in der nächsten Mission vielleicht auch nochmal irgendwie Einheiten überhaben, also noch zusätzlich mitnehmen dürfen, werde ich wahrscheinlich immer wieder Oswin mitnehmen. Kurz mal durchgucken, okay, da kriegen wir eine Eisenrune, die verhindert kritische Treffer, finde ich interessant. Von den Gegnern kann man wieder ein paar Items stehlen, Wasserjuwel zum Beispiel. Alex hier, Mine, Gegengift, noch was. Leitstern, Entwicklungsitem wieder für Magier und eine Lichtrune. Ich glaube, das, ja, das war's. Werde ich keins von kriegen, kann ich jetzt schon sagen, weil ich werde Matthew jetzt ja gleich entwickeln und dann kriegen wir nichts davon. Nichts, weil dann können wir ja scheinbar nicht mehr Taschendiebstahl machen. Und ich werde nicht noch extra Legold mitnehmen. Das lohnt sich dann meiner Meinung nach nicht genug. Heath und Florina sollen ein bisschen zurückbleiben, die sind schon so weit. Dann vermutlich wird hier irgendwie Melinus stehen. Den werde ich nicht bewegen. Ein Teil wird nach oben gehen, einer wird hier durch Mitte gehen und Oswin wird sich wahrscheinlich hier die beiden schnappen. Ninian und Will, ich habe denen jetzt auch schon den Ring gegeben. Die werden dann hier durchgehen. So ist zumindest der Plan. Mal gucken, wie es läuft. Ich muss ja wegen der Balliste aufpassen. Kann sein, dass ich da doch ein bisschen umdisponieren muss. Aber erstmal, der Plan steht. Mal gucken, wie es läuft. So, hier unten gibt es auch zwei Shops. Da bekommt man auf jeden Fall Silberwaffen, habe ich gesehen. Kriegt man ziemlich gute, scheinbar. Und nochmal schön Magie auch zum Teil. Mal gucken, ob ich mir was davon hole. So, bevor wir jetzt... Nein! Ich bin ein deppiger Depp. Aber ich bin vorbereitet. So, einmal bevor ich diesen tollen Knopf gedrückt habe. Dann können wir nochmal durchgucken mit den Einheiten. Oswin, weil ich hätte sonst höchstens noch... Ich habe nie nur die Sachen nicht abgenommen. Da hätte ich sonst vielleicht noch mitnehmen können, aber da habe ich mir gesagt, nee, lieber nicht. Noch kurz Nino, du brauchst dann doch deine Sachen gar nicht mehr. Da. Unser Lager ist momentan verhältnismäßig... Ach, die wollte ich auch noch benutzen, die Tempofeder. Erhöht Geschwindigkeit, ne? Da gucke ich jetzt ganz schnell durch. Wir hatten Geschwindigkeit nötig. Also bei wem glaube ich, dass es nötig sein könnte? Kenneth. Will. Dorcas auch. Oswin zählt nicht. Geschwindigkeit. Würde ich sagen, Kenneth. Der könnte es bestimmt gebrauchen. Müsste die mal kurz verwenden. Nicht verkaufen, das hatten wir schon mal. Ja, das ist gut. So. Und jetzt, nee. Will, wo ist er jetzt? Da, Matthew. Verwenden. Seelenpakt. Matthew 2.0. Assassine Level 1. Verteidigung steigt, das ist gut. Also die Werte sind jetzt nicht so schön gestiegen und...
Ach, nur Schwerter. Ich dachte, der dürfte auch Bögen verwenden. Schade. Deshalb habe ich ihm nämlich den Bogen gegeben. Ich dachte, der dürfte jetzt Bögen verwenden. Hat er halt nicht. Eisenklinge, Silberklinge wird reichen. Dann kriegt er von noch ein Heilmittel dazu. Versteckte Shops gibt's nicht. Ist also auch okay. Schade, ich weiß. Ich hätte echt erwartet, dass der jetzt Bogen benutzen dürfte. Aber gut. Ja, da würde ich mal sagen, speichern und los geht's. Bin mal gespannt, wie sich unsere Einheiten jetzt schlagen werden. Melinus Level 2. Ja, Melinus einsetzen, natürlich. Und wo ist er? Da vorne? Ist er bescheuert. Zurück mit dir, du wirst in der Ecke warten. Also, Oswin. Hier hat zwar einer einen Schnitter. Ja, der war's. Könnte gefährlich werden, aber ich glaube, der macht auch nicht viel Schaden dann. Ich könnte natürlich auch mal ganz geschickt tanzen mit, genau, Ninis Anmut. Erhöhe ich ja die Verteidigung. Ich könnte einfach, die macht glaube ich sowieso, warte, wie viel haben die denn? 17, 17 und auch nochmal 17. Auf 13 Verteidigung machen also 4 Schaden, Crit wären 12. 20 Schaden wäre das Maximum, was wir so machen können. Ein kritischer Treffer, nee, dann nehme ich mal Fillers Macht. Ja. So. Level up sogar, das ist schön. Tänzerin Level 19. So, du hast jetzt einen Zustand, Angriff 1. Hält dir nur für eine Runde. Mit der Stahllanze, die habe ich dir gegeben. Dann wirst du jetzt hier warten. Hast du Sicherheit Will noch dabei? Das, falls irgendwas schief geht, kann er dir helfen. So, ich würde mal sagen, richtig los geht diese Schlacht erst beim nächsten Mal. Ist echt eine ziemlich große Karte mit ziemlich vielen Gegnern, muss man gucken. Wir müssen alle Gegner besiegen und dann wahrscheinlich den Thron wieder besetzen. Oder nur alle besiegen. Wird schon irgendwie hinhauen. 43 Gegner sind auf dieser Map. Das ist nicht ohne. Da wird einiges an Zeit für nötig sein. Ich habe die Hoffnung, dass die Banditen nicht sofort hier unten hinstürmen, weil so schnell komme ich da unten nicht an. Ja, das wird interessant. Das wird sehr interessant. Bis zum nächsten Mal.